Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Call of Duty Vanguard. Wo wir so gründlich beschossen wurden, will der Befehlshabende uns vielleicht sagen, worum es geht? Die U-Boot-Basis ist unser letzter Stopp. Sobald wir drin sind, sichern wir das Ziel. Er will, dass wir es sichern, aber sag nicht, was es ist. Kingsley hat von Anfang an rumgedruckst. Das hier ist keine Ostereiersuche, oder? Ja, Mann, was steckt dahinter? Wissen wir nicht genau. Du meinst, die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Und sechs. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig, zurück! So, ich glaube, jetzt wird's interessant. Warum wurden wir für diese Selbstmordmission ausgesucht? Sechs interessant, dass man nur sechs Mann schickt. Die Krautfresser schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut, zu langsam. Richard hat recht. Sie rechnen nicht mit uns. Rein und mit den Papieren wieder raus, bevor sie was merken. Versteht jeder den Plan? Ich schieße auf Nazis, die sterben. Ich würde mal sagen, let's go. Der Eingang ist hinter dem Rangierbahnhof. Schnappen wir uns die Papiere, bevor die Deutschen was mitkriegen. Lieber die, oder? Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Jo, passt. Ich hasse Hunde. Was geht aus? Schaltet sie auf. Freiwillige! Haltet sie auf! Noch. Achtung, der Zug! Bin nicht bis hierhin, um unter die Räder zu kommen! Gut, dann können wir mal hingehen. Weiter geht's. Lauf! Verdammter Mist, ich sehe nichts! Sie kommen schnell raus! Aufgepasst! Ich war zu langsam. Aber egal. Nachladen. Ja, keine Munition.
Gut, dann gehen wir mal rein. Munition war da. Ausgestattet wieder. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie weiterkommen. Ist keine Munition oder was? Haben eine heiße Party verpasst. War wohl ein eiliger Abschied. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja, und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Gehen wir. Ah, diese alten Stahltische sind schon schwer. Euch vom Steg aus Deckung. Und sucht nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns oder wir lassen euch hier.
Wir müssen das U-Boot erwischen. Zu langsam. Schon wieder zu langsam gewesen. So. Nachladen. Nachladen. Einer. Noch ne? Weiter. Neu. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Call of Duty Reihe euch am besten gefallen hat bisher. Wo wurde ich jetzt wieder?
nachladen. Ich würde sagen, dafür, dass wir jetzt schon so weit sind, machen wir die Folge beziehungsweise diesmal Schluss und beim nächsten Mal starten wir genau wieder hier. Auf Wiedersehen.